So. Was? Hm. Das Ding ist, Leute, ich komme gerade von der Schule. Ich habe noch nichts gegessen und nehme sofort Zins auf. Deswegen, ich habe Hunger. Sorry. Dabei seid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sims 4. In der letzten Folge haben wir eine ganz besondere Person erstellt, die mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar Peter. Hey Peter, wie geht's dir so? Echt? Wow. Ich mag Peter, ich weiß nicht, wie ihr ihn findet. Ich finde ihn cool. Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Job für Peter. Und ich habe mich da noch nicht ganz entschieden, was ich so... worauf ich Bock habe, aber wir gucken einfach nochmal, was es so gibt für Angebote. Also Astronaut wäre cool, Geheimagent, Verbrecher. Ich glaube, wir nehmen den Verbrecher, obwohl man da sehr wenig verdient am Anfang. Oder Geheimagent, das wäre auch cool. Aber ich glaube, ich finde den Verbrecher cooler für ihn. Also wir nehmen einfach mal die Verbrecherkarriere. Okay, also Peter hat Hunger. Oh Gott. Er sieht so cool aus. Ihr könnt mir nicht sagen, ich finde ihn so cool. Also gönn dir erstmal deine Cerealien. Ich habe immer, wenn er geht, so eine Musik im Kopf, automatisch. Es ist schon sehr, sehr spät, Peter. Wenn du gegessen hast, gehst du in dein sehr großes Zimmer und schläfst eine Runde. Also ich finde, sein Zimmer ist mir auch echt gut gelungen. Ich finde, das ist sehr, ja, wie soll ich sagen, individuell und einfach sehr schön. Und sein Schlafanzug ist auf jeden Fall... on fleek. Okay, Vicky ist wach. Vicky hat sehr stark Hunger. Haben wir noch was im Kühlschrank? Ah, ein Glas Wasser. Nimm einfach mal eine schnelle Mahlzeit. Ein Joghurt. Ich traue Vicky nicht zu, selbst was zu kochen, deswegen warte ich, bis Summer wach ist. Ach ja, genau. Ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht gesagt. Ich werde Summer doch wieder Summer nennen, weil ich einfach den Kopf nicht aus meinem Namen... den Namen nicht aus meinem Kopf kriege. Also ich habe sie ja Mandy getauft, aber ich nenne sie halt wirklich immer Summer, deswegen wir werden, guten Morgen Summer, wir werden sie wieder Summer nennen. Dafür müssen wir zum Spiegel gehen und das Aussehen ändern. Oh Gott, Summer geht es gar nicht gut. Sie muss sehr stark auf Toilette, alles klar. Und sie stinkt sehr stark. Lecker. Okay, müssen die heute irgendwie arbeiten? Vicky hat frei. Okay. Also wenn Vicky frei hat, kann sie sich auf jeden Fall mal mit Peter anfreunden. Achso, nee, ich wollte hier. Wir nennen sie einfach wieder Summer. Aha. So. Herzlich willkommen zurück, Summer. Okay. Moment, Summer, du gehst kurz auf Toilette. Dann gehst du duschen. Und dann musst du heute arbeiten. Nee, die hat auch frei. Warum haben alle frei? Hey, dann können wir heute einen Ausflug machen, alle zusammen. So, dann kannst du Frühstück servieren. Oh Gott, ist das teuer. Ach ja, wir haben ja so viel Geld auf einmal. Rührei mit Speck hört sich lecker. Peter, wie geht's dir? Du hast auch Hunger. Hä? Das verstehe ich nicht bei Sims. Seine Energie ist voll, also er ist nicht mehr müde. Aber er schläft einfach noch voll lange weiter. Warum? Wach mal auf, Peter. Guten Morgen. Okay, setz dich mal hier. Oh. Peter hat seine Schüssel nicht weggeräumt. Ja, dann kannst du das hier mal weiter essen. Warum nicht? Peter sieht so wunderschön aus. Ich kann nicht mehr. Also ich würde sagen, wenn wir heute wirklich alle frei haben, können wir zusammen was unternehmen. So ein bisschen unsere Gemeinschaft stärken. Was haltet ihr davon? Nee. Ja, unterhalte dich mal mit Vicky. Ihr sollt beste Freunde werden. You been? How about you me? Ich find's so witzig. Vor allem seine Stimme ist einfach so hoch. Das passt gar nicht. So hoch. Ja, hallo, ich bin der Peter. Super Peter, cooler Name. Ja, also meine Mutter hat mich Peter genannt. Ich finde den eigentlich auch ganz toll. Aber manche sagen, der hört sich an wie Müll. So, Summer macht jetzt erstmal was zu essen. Mann, sie guckt wieder so traurig. Hör auf damit. Vicky will jemanden küssen. Aha. Peter vielleicht? Nein, unterhalte dich mal mit Peter. Über Interessen reden.
kennenlernen, Kompliment über Outfit machen, habe ich gerade gesehen. Ich finde sein Outfit nämlich echt schön. Warum läuft hier Kindermusik? War Peter das zufällig? Bestimmt, oder? Machen wir es einfach mal aus. Okay, Summer hat das Essen fertig gemacht. So, du hast... Nee, Vicky hat auch noch ein bisschen Hunger, glaube ich. Ja, dann esst alle noch. Oh, wir brauchen einen neuen Stuhl. Wir sind ja jetzt 3 Personen. Ich glaube, wir können allgemein mal einen größeren Esstisch holen. Der ist mir viel zu klein. So, hier Esszimmer. So einen länglicheren. Aber irgendwie, der sieht schön aus. So ein Glastisch. Moment, hier ist unsere Eingangstür, dann können wir es ja hier hinstellen, theoretisch. Verkaufen wir das hier einfach mal. Egal, wenn sie gerade gegessen haben. Oha, wir haben hier noch ein paar Sachen. Aha. Ist das unsere Geige? Anscheinend. Okay, das ist unsere Geige, die stellen wir mal hier hin. Was ist das? Oh, wir haben einen Teppich. Oh, wie cool. Woher? Ah, wegen unserer Entertainer-Karriere. Ach so. Den können wir so als Fußmatte benutzen. Das sieht doch schön aus, oder? Was ist das hier? Visitenkartenhalter. Ist das auch von Vicky? Ja. Stellen wir es einfach mal neben unsere Frösche. Wir haben eine Kaffeemaschine. Oh, wie cool. Was ist das denn? Oh, ich habe extra eine Musikanlage gekauft. Oha, wir können die für 1000 verkaufen. Nee, aber ich will die behalten. Nein, ich habe sie verkauft. Zurück, okay. Nee, wir können die hier verkaufen. Und dann können wir die hier, aber wir haben keinen Platz für so eine... Obwohl, hier ist perfekt der Platz dafür, glaube ich. Ja. Oha, was ist das? Wir haben sogar ein Sofa. Warum? Ohne Witz, woher haben wir das? Ja, aber das passt doch perfekt. Weil jetzt sind hier halt 3 Plätze für Vicky, Peter und Summer. Perfekt. Okay, was ist das? Nee, das können wir verkaufen. Okay, ich wollte einen Tisch kaufen. Nee, den haben wir schon gekauft. Stühle brauche ich noch. Nehmen wir einfach mal hier diese, oder? Nimm mal so weiße, die sind schön. Aber ich glaube, hier in der Ecke können sie sich nicht hinsetzen, oder? Moment. Ich verschiebe den Tisch einfach mal so einen Ticken hier hin. So. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz, glaube ich. Das Problem ist, ich habe jetzt euer Essen, glaube ich, weggetan. Deswegen nehmt euch mal eine neue Portion. Sorry, Leute. Peter, kannst du dir bitte was anziehen? Also nichts gegen dich, aber es ist nicht so schön. Okay, ess mal schneller jetzt. Die Musik geht immer automatisch an irgendwie, ne? Gesellschaftlich... Nee, Moment. Levitate Quarris. Hier, das hier, Reisen. Reisen mit Peter und mit Vicky. So, wir gucken gleich einfach mal spontan, wo wir hingehen. Oha, Peter räumt sogar auf, voll nett. Danke, Peter. Okay, also wir können ja auch in die anderen Welten reisen, das ist mir letztens aufgefallen. Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Lounge hier. Auch wenn es mitten am Tag ist, ist doch egal, oder? Ich meine, ist doch egal, oder? Ich esse mal kurz was, weil ich echt richtig krass Hunger habe. Was ist das denn hier? Oha! Das sieht ja zu cool aus. Dumm nur, dass es erst 12 Uhr mittags ist. Egal, wir chillen uns jetzt einfach hier hin. Hier ist sogar jemand. Patrick. Okay, zusammen hier hingehen. Geht mal alle hier hin. So, und dann, ich habe eine Idee. Vicky kann Witze erzählen. Summer kann Geige spielen. Und Peter kann Gitarre spielen. Jetzt machen wir so eine Band. Also, ich find's toll. Ihr nicht? Wir sind jetzt eine Band, Leute. Okay, Patrick, wie gefällt es dir? Oh, wer ist das denn? Olga? Nancy! Guck mal! Sie findet es toll! Danke, Nancy! Voll nett von dir! Oh Gott, deine Augenbrauen sind irgendwie weg. Sie hat keine Augenbrauen! Also, Nancy findet es toll. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Aber ich finde, das sieht echt cool aus hier. Ohne Witz jetzt.
Also den Platz können wir uns merken, falls wir mal irgendwann nochmal einen Ausflug machen wollen. Man kann hier jetzt nicht so viel machen, aber es sieht halt echt cool aus. Ich glaube, wir können hier auch alkoholische Getränke kaufen. Wir können sogar selbst was zubereiten. Aha. So, Peter, mach mal eine Runde Zuckerzunde. Oh, Peter muss auf Toilette, sorry. Egal, du machst jetzt unsere Getränke. Ja, können Sie bitte weggehen, er will was hier machen. Hallo? Peter, verscheuch ihn mal. Hallo? Sie sollen weggehen. Wow. Toll, dieser Barkeeper geht einfach nicht weg. Okay, dann gehen wir auf Toilette. Vicky muss auch auf Toilette. Jetzt hat Summer sich schon was bestellt, aber dieser Barkeeper scheint nicht so gut zu sein. Ich glaube, Peter wäre besser gewesen. Wollte ich nur mal so sagen. Wer ist das hier? Hier sind nur Senioren. Nee, ohne Witz. Ist das so ein Seniorentreff? Das kann doch echt sein, oder? Was steht hier? Senioren. Tatsächlich. Mann, Leute, wir sind in eine Seniorenbar gegangen. Sehr gut, Peter. Immer schön die Hände waschen. Okay, Moment. Können wir nicht zusammen sitzen hier alle? Ich will, dass ihr alle euch ein bisschen besser kennenlernt. Deswegen setzt euch mal hin. Hallo, ihr sollt euch hinsetzen. Oh Gott. Ihr sollt euch hinsetzen. So, Vicky setzt sich hin. Peter, du sollst dich auch hinsetzen. Könnt ihr euch jetzt mal... Ja, danke. So, und jetzt plaudert bitte. Nein! Die wollen immer Getränke bestellen. Peter! Peter, oh. Peter muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein. Ups. Ich wusste nicht, dass er heute schon arbeiten muss. Tatsächlich. Ja, gut. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Also einen Daumen nach oben geben, wäre cool. Ansonsten könnt ihr mir wie immer schreiben, was noch alles passieren soll in unserer chaotischen WG. Wie unsere Band heißen soll, könnt ihr auch mal schreiben. Wir sind ja jetzt eine coole Band. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss!